Jesus sagt, ich möchte, dass ihr das Bindungsgebet 2 bis 3 Mal täglich sprecht. 27. September 2016. Worte von Jesus zu Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Jesus begann, ich möchte, dass ihr das Bindungsgebet 2 oder sogar 3 Mal täglich sprecht, da die Dämonen in Schichten kommen. Einmal am Tag ist nicht genug. Ich weiß, dass es lang ist und mühsam sein kann, aber das Leiden, welches ihr damit abwenden werdet, wird die dafür verwendete Zeit wieder gut machen. Nicht alle werden die gleichen Resultate erzielen mit diesem Gebet. Meine Kinder, es hängt sehr viel von eurem heiligen Benehmen und eurer Hingabe an mich ab. Gehört ihr zur Hälfte mir und zur Hälfte der Welt? Oder habt ihr die Welt aufgegeben, um ganz mir zu gehören? Die Welt aufzugeben bedeutet nicht, eingemauert zu sein in einem Eremitenhäuschen. Es bedeutet, mich an die erste Stelle zu setzen in eurem Leben, in Sachen Zeit, Hingabe, Taten und Ressourcen. Wenn ihr mich an die erste Stelle setzt, wird dieses Gebet in der Tat mächtig sein, eure Feinde zu überwinden. Aber denkt daran, ich muss ein gewisses Maß an Leiden zulassen. Bitte werdet nicht müde. Kommt zu mir, wenn ihr erschöpft seid, und bittet mich, euch zu erfrischen. Erwartet, dass ihr euch besser fühlt, wenn ich es tue. Erwartet, dass ihr befähigt seid, das zu tun, worum ich euch gebeten habe. Erwartet alles von mir und ich werde euch alles geben. Da wird es Zeiten geben, wo andere dies über euch beten müssen. Auch das ist höchst effektiv. Ich ehre die Gebete und Bitten für andere doppelt. Ich ehre diese Gebete nicht nur, ich berühre die Herzen der anderen, für euch zu beten. Mein Herz hört allen selbstlosen Gebeten meiner Kinder aufmerksam zu. Sie sind im Himmel niedergeschrieben als Zeugnis eurer Nächstenliebe. Ich bin mit euch, meine Leute, und je mehr ihr dient, umso mehr beschütze ich euch. Da gibt es keinen Augenblick, wo ihr nicht über eure Feinde triumphieren könnt. Eure Gebete für sie bewegen mein Herz zum Mitleid und Mitgefühl. Ich werde sie nicht nur beantworten, sondern ich werde euch umso mehr beschützen und segnen, da ihr von ganzem Herzen für sie betet. Diese Armen und in die Irre geführten brauchen dringend eure Gebete. Sie sind eingetaucht in völlige Dunkelheit und weit mehr getäuscht, als ihr es euch vorstellen könnt. Wie ich mir wünsche, dass sie die Nahtoderfahrungen zu Herzen nehmen. Ich habe sie ins Leben gerufen, weil so viele keine Ahnung haben von dem, was auf sie wartet, entsprechend den Früchten ihres Lebens. Ihr wisst, dass ich über den Tod und das Grab triumphierte und über all die Macht des Feindes. Und euch wurde diese Salbung auch gegeben, die Gefangenen zu befreien und andere vom Bösen zu erretten. Geht jetzt, komplett bewaffnet und seid tapfer. Ich bin mit euch und nichts wird euch überwältigen, wenn ihr euch komplett auf meine Kraft verlasst.